Was geht ab, lieber Tennisfreund? Du bist wieder bei meintennisgame.de. Mein Name ist Markus und im heutigen Video möchte ich dir mal sehr, sehr viele häufig wiederholte Fehler zeigen, die ich bei Freizeitspielern wahrnehme und wie du diese Fehler beseitigen kannst, okay? Wie du also ein Auge dafür entwickeln kannst, was für einen Fehler du begehst und wie du den auch beheben kannst. Es wird sehr spannend, sehr viel Mehrwert für dich dabei. Also, let's go! Fangen wir mit dem ersten Fehler an, und zwar mit der falschen Ausholbewegung. Du kommst nicht von oben, sondern von unten. So sieht das Ganze aus. Die Lösung: Du musst oben ausholen. Deine linke Hand hat eine Funktion, nämlich den Schläger nach oben zu führen, damit du diesen Loop einleiten kannst. So sieht das Ganze aus. Der nächste Fehler: Du hast einen falschen Griff. Du bist eher mit dem klassischen, oh Gott, mein Griffband, ich muss es wechseln. Du hast eher den klassischen Kontinentalgriff und versuchst damit Topspin zu spielen. Was soll das? Die Lösung: Änder den Griff. Mit dem Griff wirst du keinen Topspin spielen können. Geh mindestens auf Eastern, Semi-Western oder Western-Griff. Und vor allem, wenn du dieses Griffband siehst, dann deabonniere diesen Kanal, denn dieser Trainer kann nicht seriös sein. Der nächste Fehler: Du baust irgendwelche komischen Schlenker ein. Die Lösung: Du musst dich für die Schlagtransformation anmelden, denn diese Schlenker rauszubekommen, das ist für einen alleine, der keine Ahnung davon hat, wie es wirklich geht, sehr, sehr schwer. Du brauchst meine Expertise, du brauchst meine stringenten, strikten, aber auch liebevollen und humorvollen Anweisungen, damit du mit diesem Quatsch aufhörst. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung oder als erster Kommentar angepinnt. Melde dich für ein kostenloses, unverbindliches Gespräch an. Schick mir gerne was von deinem Schlag zu. Ich schaue mir das ganz gratis, unverbindlich an, gib dir eine Ersteinschätzung und dann legen wir los und arbeiten an deinem Schlag. Der nächste Fehler: Du unterbrichst deinen Schwung. So sieht das Ganze aus. Die Lösung: Schwing erstmal nach oben aus und fang mal den Schläger am Ende auf, damit du einen definierten Endpunkt hast, damit du aufhörst mit diesem ruckartigen, abgebrochenen Etwas, okay? Der nächste Fehler: Du möchtest gerne Topspin spielen und du hast auch den richtigen Griff dafür, aber du hast noch aus der Vergangenheit dieses Paradigma im Kopf, du musst über die Schulter ausschwingen und dann sieht deine Vorhand so aus. Die Lösung ist nicht zu glauben, du wärst wie Daniel Medvedev ein Individuum, das mit dieser Technik durchkommt. Nein, die Lösung muss lauten: Hör auf, über die Schulter um den Hals zu schwingen, sondern versuch mal neben dir zu enden, neben deiner Schulter. Und das sieht dann so aus. Der nächste Fehler: Du hast das Gefühl, du musst unbedingt die offene Schlagstellung zelebrieren, denn die Profis, die spielen ja offensichtlich anscheinend auch alle in der offenen Fußstellung. Also nimmst du dein rechtes Bein viel zu weit nach vorne und dein Körper hat eine viel zu krasse Überrotation, bevor der Schlag überhaupt erfolgen kann. Und das sieht dann so aus. Die Lösung: Ja, es stimmt, wir laden den Schlag auf rechts auf, aber nicht vorn rechts, sondern hinten rechts, sodass dein linkes Bein leicht vorne entlastet ist und vielleicht sogar ein bisschen sich anhebt zu Beginn. Wenn wir dann aber schlagen, verlagern wir das Gewicht auf links vorne und so sieht das dann aus. So, und weil das Ganze natürlich auch ein bisschen witzig ist, ist ja alles klar. Du weißt, so witzig ist es für dich nicht. Deine Bälle fliegen nämlich immer noch unkontrolliert kreuz und quer durch die Gegend. Deswegen rate ich dir dringend: Meld dich mal für die Schlagtransformation an. Schick mir gerne mal ein bisschen Videomaterial von deiner Vorhand oder von deiner Rückhand. Dann schaue ich mir das Ganze mal ganz unverbindlich, ganz gratis an. Und dann quatschen wir darüber und dann machen wir einen Plan, wie wir deine Vorhand oder Rückhand richtig auf Topspin Endlevel bringen. Und jetzt geht's weiter. Der nächste Fehler, den ich sehe: Du denkst, dass die Vorhand aus 5 verschiedenen Checkpoints besteht, zerlegst die Vorhand in 5 verschiedene Einzelteile und dann am Ende sieht das aus wie ein Roboter, der versucht, die Vorhand irgendwie smooth zu spielen. So sieht das Ganze aus.
die Lösung. Du darfst nie wieder andere YouTube-Kanäle schauen als diesen hier. Denn nur hier erfährst du, wie es wirklich geht und wie du aus einer eckigen, Checkpoint-mäßigen Vorhand eine richtig smoothe, flüssige, geile ATP-Vorhand machen kannst, okay? Also abonnierst du diesen Kanal und kommentierst mal, wie geil du das findest, okay? Der nächste Fehler, den ich häufig sehe, du spielst zu ruckartig. Die Lösung, ja, es stimmt. Deine Bewegung ist kein gleichbleibender Schwung, sondern es beginnt auch irgendwo dann eine Beschleunigungsphase. Aber nichts im Tennis passiert mit Hektik, nichts im Tennis passiert abrupt, sondern du musst versuchen, die Gesamtbewegung flüssiger hinzubekommen. Du bist wahrscheinlich eher jemand, der ein bisschen fester ist, der ein bisschen ambitionierter und ehrgeiziger unterwegs ist und so wie ich nicht imstande bist, auch mal ein bisschen Ruhe in dich einkehren zu lassen. Aber genau das brauchst du in jedem Tennisschlag, okay? Also lautet die Lösung, entspann dich, bring mal ein bisschen Pace und Tempo aus dem Schlag heraus und dann wirst du merken, wie viel einfacher Tennis eigentlich sein kann, okay? Der nächste Fehler, du schaust dir 1 Million YouTube-Videos an und denkst, du bist jetzt Professor in Technik und könntest eine Abhandlung darüber schreiben, wie der richtige Vorhand-Topspin zu sein hat. Aber du bist nicht imstande, ihn zu spielen. Der nächste Fehler, du bist einfach zu eng am Ball. Die Lösung, du musst deinem linken Arm eine Funktion geben. Es kann doch nicht sein, dass der leblos runterhängt und du deswegen den Abstand zum Ball nicht hinbekommst. Also, du nimmst jetzt den linken Arm beim Ausholen schön mit, dadurch dehnst du deine Schulter vor und generierst Abstand zum Ball. Und so sieht das Ganze aus. Der nächste Fehler, du bekommst einfach nicht genug Power an deine Vorhand, obwohl du alles richtig machst. Und so sieht das Ganze aus. Die Lösung, du musst deinen Oberkörper mehr involvieren. Ein richtig fetter Vorhand-Powerschlag besteht unter anderem auch, neben der richtigen Armausführung, aus einer sehr gehörigen Portion Oberkörperrotation. Aber Vorsicht, es kann sein, dass daraus gleich der nächste Fehler resultiert, den ich dir danach zeigen werde. Jetzt zeige ich dir erstmal, wie es richtig geht. Der nächste Fehler ist die sogenannte Überrotation. Ich zeige dir mal, wie es aussieht. Die Lösung, hör auf mit dem Oberkörper zu krass zu arbeiten, sondern konzentriere dich erstmal auf den richtig laufenden Arm und dann versuchst du sukzessive deinen Oberkörper mehr und mehr ins Spiel zu bringen. Der schlimmste Fehler von allen ist aber eine Kombination aus mehreren dieser Fehler. Und so kann das Ganze aussehen. Die Lösung, du musst unbedingt zu mir in die Schlagtransformation. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Dann schaue ich mir mal gratis, kostenlos, völlig unverbindlich deinen Schlag an, gebe eine Ersteinschätzung und dann machen wir gemeinsam einen Plan, wie wir deine Technik richtig auf Topspin Endlevel bringen können, okay? So, das war's mit diesem Video. Kommentieren, liken nicht vergessen, Kanal abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao, Markus von Mein Tennis Game.